Hallo zusammen, hier ist wieder Jelan und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um dieses sehr schicke Mount hier und zwar ist es der Frostbrut Protowurm und diesen können wir uns seit ein paar Tagen in quasi Shadowlands erspielen, aber dazu müssen wir nicht quasi in Shadowlands unterwegs sein, sondern im Wottel Classic. Und wie das Ganze funktioniert, will ich euch jetzt mal erklären. Also, ihr müsst einfach eine aktive Subscription haben von WoW. Das beinhaltet sowohl quasi das Retail-WoW, also Shadowlands, als auch alle Classic-Versionen. Heißt, wenn ihr Retail ein Abo laufen habt, könnt ihr auch im Classic einloggen und dort dementsprechend auch was erledigen. Seit kurzem kann man jetzt schon, weil Wottel Classic quasi vor der Tür steht, sich einen Todesritter erstellen. Und mit diesem Todesritter die Startzone durchspielen. Wenn ihr das macht und die Startzone durchgespielt habt, kriegt ihr auf dem Retail-Server quasi dieses schicke Mount. Das Ganze dauert in etwa 1,5 Stunden. Vielleicht, wenn ihr extrem schnell seid, eine Stunde. Ich habe etwa so 1,5 Stunden gebraucht. So, wir können jetzt mal hier reingucken, wo ihr hin müsst. Wenn ihr jetzt noch nie Classic gespielt habt, das ist alles kein Problem. Also, wir haben einmal hier verschiedene WoWs und drüber könnt ihr quasi andere Sachen auswählen, was ihr spielen wollt. Ne? Wir haben jetzt Live-WoW und hier haben wir quasi Live-Classic. Da gibt es mittlerweile World of Warcraft Classic, das ist ganz normal Vanilla. Und hier Wrath of the Lich King Classic, das ist, was wir haben wollen. Hier oben sind in Entwicklung, wenn ihr euch für Beta-Sachen angemeldet habt, für einen Teststream und so, könnt ihr da verschiedene Sachen testen. Da habe ich jetzt auch einiges drin. Das ist aber uninteressant. Heißt, wir wollen hier auf Wottel Classic gehen. Ja. Bevor wir uns da jetzt noch kurz einloggen, würde ich sagen, schauen wir jetzt hier, weil das schmeißt mich dann hier raus, einmal noch das Mount Special an, dass wir das auch einmal gesehen haben. Das ist jetzt, ich glaube, wie bei den ganzen Protodrachen tatsächlich der Fall. Aber macht schon auf jeden Fall was her und ich finde dieses Leuchten und vor allem das neue Kopfmodell echt richtig nice auf dem Protodrachen. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. So, ich würde sagen, dann gucken wir uns das mal an. Also wir loggen uns jetzt hier in Classic WoW ein. Wie gesagt, das müsste uns quasi jetzt rausschmeißen aus dem Normalen. Und jetzt, sobald ihr dann eingeloggt seid, könnt ihr euch einen Server aussuchen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Anscheinend ist es so, dass ihr euch einmal pro Server einen DK erstellen könnt. Es gibt manche Server, aber die sind gefleckt quasi als neue Server. Und bei diesen neuen Servern könnt ihr euch keinen DK erstellen, weil ihr da nur Level 1 Chars erstellen könnt. Ich weiß es auch nicht, wo die, das sieht man jetzt hier vom Flecken nicht. Wenn ihr euch auf einem Char einfach oder auf einem Server keinen DK erstellen könnt, dann einfach ein paar Server durchprobieren. Kann sein, dass ihr zufällig auf einen von diesen neuen Servern in Anführungszeichen landet. Also ihr erstellt euch einen DK hier einfach ganz normal. Charaktererstellung. Und sobald ihr euch den erstellt habt, müsst ihr die Startzone durchspielen. Ihr müsst auch quasi den Lich King in Anführungszeichen besiegen an der Kapelle und ihr bekommt erst dann das Mount, wenn ihr die Quest in eurer Hauptstadt abgegeben habt. Bei mir war es hier der Allianz-Char. Ich habe bei quasi dem König einmal den Brief abgegeben von Tyrion Fordringen und sobald ich das gemacht habe, habe ich auf meinem zweiten Account schon gesehen, zack, Mount ist aufgeploppt. Man kriegt quasi das Mount dann direkt ins Mount Journal. Das ist dann so ein Geschenksymbol. Ihr könnt es aufmachen und habt dann direkt euer Mount. Danach könnt ihr eure Chars hier auch wieder auf dem Classic-Server löschen, Classic deinstallieren. Falls ihr das nicht spielen wollt, ist das quasi dann nicht relevant für euch. Ich lasse die jetzt einfach mal. Ich persönlich werde jetzt zwar kein Classic spielen, aber man weiß ja nie, seinen Char zu haben, schadet nicht. Genau, mehr ist es tatsächlich nicht. Wie gesagt, 1,5 Stunden Zeitaufwand in etwa und dann hat man dieses schicke Mount. Das erhaltet ihr nicht auf dem Classic-Server, so wie ich das gesehen habe. Das gibt es tatsächlich dann nur auf dem Retail-Server und ist natürlich dann schön wieder eins mehr. Also ich zeige es nochmal für die Leute, die es jetzt vielleicht verpasst haben. Hier, Wrath of the Lich King Classic. Müsst ihr vielleicht installieren, wenn ihr es noch nicht habt und dann einfach einen DK erstellen und die Startzone durchspielen. Gut, das war's mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen damit. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr euch positiv fertet und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.